Hallo, hier sind Shiva und Jonathan, alias die Matrixer. Bei unserer heutigen Übungseinheit geht es darum, die Dissoziation zu erreichen. Mit anderen Worten, den inneren Dialog anhalten. Oder anders gesagt, in die innere Stille kommen. Dafür kombinieren wir die Portal-Atemtechnik mit einer Übung, die wir in der Dissoziation selbst gesehen haben, nämlich den Punkten mit den Augen folgen. Bei dem Verfolgen der Punkte stellt sich mit der Zeit eine Beruhigung des Denkens dar. Und das Denken geht ja hauptsächlich vom Ego aus. Das bedeutet, mit dem folgenden Video kann man das Denken temporär schwächen bzw. temporär deaktivieren und somit deaktiviert man auch das Ego mit seinen Wahrnehmungsfiltern. Wenn du es schaffst, diese Übung 10 Minuten am Stück durchzuhalten, sprich 10 Minuten den Verstand abzuschalten und nicht ein Wort oder ein Bild zu denken, kannst du das Ego damit dauerhaft auflösen. Natürlich wird am Anfang das nicht so leicht zu erreichen sein. Uns reicht ja auch schon, wenn du es so hinbekommst, dass du vielleicht für eine Minute lang nichts denkst und damit in einen dissoziativen Zustand zu gelangen. Damit erhöhst du deine Energie und speicherst diese. Und damit können viele Erkenntnisse kommen. Richtig. Und wenn du den folgenden Ton hörst, dann wird während der Übung die Augen geöffnet. Das heißt, zuerst machen wir die Portal-Atemtechnik. Du atmest, atmest, atmest. Ich sage anspannen, einatmen, halten und ausatmen. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Und sobald diese Sequenz vorbei ist, kommt ein Piepton. Wenn du den hörst, öffnest du deine Augen und folgst den Punkten wieder mit deinen Augen. Solltest du während des Verfolgens der Punkte in deinem Kopf doch noch Gedanken hören, sag dir einfach Stopp. Brich den Gedanken einfach ab und fokussier dich einfach wieder auf die Punkte. Jetzt noch einmal zur Atemtechnik selbst. Wie ihr auf den Fotos dann sehen könnt, ist die Technik, die Sitzhaltung. Ihr macht diese Hand und haltet ihr vor euer Herzportal. Das heißt, die Energie, die vom Steiß hochkommt, geht durch die Arme direkt in euer Herzportal. Die Pyramide nach oben steht für Evolution des Bewusstseins und nach unten für Involution des Bewusstseins. Weitere Infos dafür gibt es auch in unserer Portaltechnik. Die Atmung selbst, ihr sitzt aufrecht, einfach auf einem Stuhl, so gerade ihr könnt, Schultern runter, atmet tief in euren Unterbauch, spannt den an, Gesäß, Unterbauch, alles anspannen, atmet ein, haltet den Atem an und atmet dann ganz kraftvoll durch die Zähne aus. Ich werde immer wieder ausatmen, ausatmen, ausatmen. Dazwischen atmet ihr natürlich auch kurz wieder ein. So in etwa läuft das ab. Oder genauso. Wir hoffen, dass ihr damit euren Verstand anhalten könnt. Und natürlich euer Ego vorübergehend deaktiviert und das Geblubber im Kopf mal ein bisschen aufhört. So ist es. Viel Erfolg wünschen wir euch. Viel Spaß und viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Thank you.
anspannen.